Hat das Ganze ein Geschmäckle für Sie, weil es sich um den Bruder des Bürgermeisters handelt? Weil der Bürgermeister selbst hat ja festgehalten, dass er sich aus Befangenheitsgründen nicht in der Grundverkehrskommission befunden hat. Ja, also ich kann dem Bürgermeister Casarola persönlich keinen Vorwurf machen und ich stehe auch nicht an zu sagen, er ist sicher ein guter Bürgermeister und er macht eine gute Arbeit. Also das ist sehr sichtlich und er ist auch sehr fleißig. Also ich sehe das bei vielen Gelegenheiten. Was es eher ist, was mich stört, ist einfach dieser Sumpf aus Freundelwirtschaft, der einfach jahrzehntelang gewachsen ist, wo man automatisch schon, wenn man weiß, da kommt einer aus dieser Gruppe, wenn man automatisch schon das allen recht macht. Also ich würde nicht sagen, da hat der Bürgermeister angeordnet, ihr müsst jetzt meinen Bruder oder wen auch immer begünstigen, sondern sowas passiert in der Gemeinde automatisch. Das ist diese alltägliche Korruption, wo man den Telefonhörer in die Hand nimmt und sagt, ich hätte da einen Auftrag, macht ihr das? Also ich mache dem Bürgermeister persönlich keinen Vorwurf. Nicht, dass man das falsch versteht. Der hat sich immer draus gehalten. Also das wäre es nicht, ja. Also, wenn